Hallo, ich bin Philipp Venables, ich bin Komponist und willkommen bei meinem Videotagesbuch, das ich hoffentlich jede zwei Wochen für euch mache. Ich bin Komponist, wie gesagt, und ich habe vor zwei Jahren eine Oper geschrieben, 448 Psychosis auf Englisch, und das wurde in 2016 von dem Royal Opera House in London uraufgeführt. Ich bin ganz froh, dass diese Oper für das erste Mal nächstes Jahr nach Deutschland kommt und auf Deutsch auch in die Semperoper und ja, in Semper 2. Das ist eine Oper, die um Depression und Behandlung dafür und Selbstmord geht. Also man muss sagen, es ist ein dunkles Stück. Und das ist eine Fassung von einem Schauspielstück von der britischen Autorin Sarah Kane. Sie ist leider in 99 gestorben und das war ihr letztes Stück. Und also ich, wie gesagt, wir machen das nächstes Jahr am 26. April in der Semper 2 und auf Deutsch. Und das heißt, ich muss die ganze Partitur jetzt neu komponieren dafür. Ganz viel in der Oper, also ganz viele Musik in der Oper ist auf Sprachrhythmus und gesprochenen Text basiert. Und das heißt, mit dem neuen Text, dann muss ich alles die Musik alles neu komponieren. So, willkommen in mein Studio. Ich arbeite am Rechner dafür. Ich habe hier die englische Partitur von 2016 und ich habe den deutschen Text hier, die Übersetzung von Dürs Grünbein. Und ja, jetzt geht's los mit der Arbeit. Ich mache dieses Videotagebuch für euch jede zwei Wochen und ich rede ein bisschen von meinen Fortschritten und ob ich gut dran komme und was wir nächstes Jahr von dem Stück erwarten können und so weiter, den ganzen Prozess. So, ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal. Bis bald!